Hallo, flieg nach Madeira zu Unge. Tschüss. Hey, ich bin jetzt bei Simon. Ja, ist schön, dass ich dich wiedersehen kann. Danke, Sabine ist auch hier. Fahren wir wieder nach Hause, danke Leute. Ciao. Food wegen Sushi, aber da ist einfach Lachs drin. Ist ja voll dumm. Gelber Lachs. Mango. Und oranger Lachs. Check mal ganz kurz, wie geil das hier aussieht, dieses Sushi. Da hat es auch so einen kleinen Wasabi-Dödel. Das war das Sushi von meinem Bruder, das jetzt wasted. Ey, sieht so krass aus, Alter. Okay, Kenneth, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das Zimmer, was ich mit meinem Bruder teile. Das ist das Schlafzimmer von meinem Bruder. Ist doch so, oder? Mhm. Ja, da schläft er halt drin. Das hier ist mein Zimmer. Nein, wir teilen sein Bett, Leute. Es war leider nur ein Zimmer in dem Hotel hier frei. Hier ist ein Klo mit Telefon. Dann haben wir hier einmal unseren wunderschönen Spiegel mit einem wunderschönen Menschen. Dann haben wir hier eine Dusche. Eine Badewanne einfach mitten im Raum. Hier das Bett. Oh, hier gibt es sogar so Croissants. Safe, Minibar, dies, das. Das ist unser Riesenbalkon hier. Komm rauf. Heftig, Alter. Der ist groß, oder? Ja, ultra geil, Junge. Ey, lass mal hier eine Party feiern, oder? Von Spa Day zu Spa Day. Jo, jo, jo. Richtig geile Aussicht, so in diese süße Altstadt. Hier mit diesen kleinen Gassen und diesen roten Dächern. Extrem nice, oh, da hinten das Meer. Sehr schön. Wir fahren jetzt kurz zu Simon. Gehen da ein bisschen schwimmen und checken das mal aus. So, wieder auf jeden Fall dazu. Wir sehen uns dann gleich nochmal beim guten Herrn Simon wieder. Guck mal, das ist auch sehr schön. Vielen Dank. Bitteschön. Das geht aufs Hotel, das passt. Darf ich mitnehmen? Kannst du mitnehmen. Tschüss. In diesem Sinne. Gut. An der Stelle dann auch. Keine weiteren Fragen. Oh, hey, wach, steck in den Benz, step in eine Nugget, 9, R, 8, wow! Mit dieser geistkranken Gesangsanlage sehen wir jetzt hier den wunderschönen Strand in Madeira. Nubi! Genau, der Wasser war arschkalt, aber wir sind bis nach vorne rüber geschwommen, bis zum Meerenge, also bis zum Eingang vom Meer und dann wieder zurück. Und jetzt geht's zu Simons Grundstück. Ich sehe mich gerade in der Spiegel meiner eigenen Kamera. Seid froh, dass ich die Kamera nicht umdrehe. Ich sehe nämlich aus wie der letzte Straßenkenner. Wir sind gerade bei Simon am Grundstück, Leute. Und hier ist einfach schon seine Toilette. Ist ja so praktisch. Kannst du einfach da reinmachen und die Kacke flitzt runter. Ja, so. Nee, soll ich dir kurz als Info erzählen, warum es so ist? Bananen. Nein, also ja auch. Das ist für die Bauern hier wichtig natürlich. Aha. Aber wo kommt das Wasser her? Das Wasser kommt aus dem Norden. Der Norden, da regnet sehr viel. Da im Norden kommt sehr viel Niederschlag. Im Süden ist da sehr wenig Regen. Und sehr warm. Und die haben im 17. Jahrhundert haben sie hier aus dem Norden ganz viele Kanäle gebaut, die das Wasser vom Norden, vom regenreichen Norden in den trockenen Süden bringen. Das heißt, aha, der Süden hat überall Wasser gratis. Auch für die Bauern, es gibt immer genug Bewässerungsmöglichkeiten. Auch für dich gratis? Ja. Danke, Dena. Echt informativ. Alter, was ist das hier für ein Abenteuer, Simon? Real Talk, ich würde ja hier kein Haus bauen. Hier ist einfach so eine Toilettenrinne. Kommt die weg? Die kommt weg, die wird verlegt. Wohin? Drumherum. Mach die doch in dein Wohnzimmer. Ist ja saugeil. Ich hab so Angst hinzufallen, weil ich gerade filme noch. Das hier ist alles deins. Das da unten bis zur Straße. Ja. Der ganze untere Bereich. Der und der. Und der Teil hier. Ja. Und da ist schon Bananenplantage und die bleibt, ne? Das hier? Nee, das gehört nicht zu mir. Das, aha, ist ein Bananenbauer, aber der geht halt bis zur Klippe. Da kann man eh nicht bauen. Okay. Oder das wie? Unten ist der Gartenbereich. Ja. Und hier oben kommt auch Garten hin. Aber das hier musst du überlegen, das kommt alles auf eine Ebene. Diese, ja, kleine Etage, das ist ein Grundstück. Und hier kommt das Haus plus eben Pool, was auch immer noch da hin kommt. Ultra geil. Und hier unten ist sozusagen unser Gartenbereich, wo wir halt auch Sachen anbauen. Ich kann echt nicht glauben, Digga, dass du das hier wirklich durchziehst, ey. Das ist so krass. Das haben wir uns gekauft. Krank, Alter. Ist hier noch was frei? So irgendwo? Ja, tatsächlich. Das da? Da vorne ist noch eins frei. Das ist auch richtig geil. Das kann ich dir gleich mal zeigen. Okay. Geil. Ich kauf einfach, ja? Leute, ich mach den nächsten Stream. Ja, soll ich Grundstück? Soll ich sagen, was das Internet man hier hat? Hier? Was denn? 1 Gigabit Leitung. Hier. Ja, moin. Guckt euch das an, Leute. Hier habe ich bestes Internet als in Köln. Das hier ist so Bananenplantage einfach. Man denkt, man ist irgendwo in Timbuktu. Aber hier hat es einfach besseres Internet. Krank. Einfach nur krank. Und der Seeblick ist einfach das heftigste wirklich. Und jeden Tag Sonnenuntergang. Und Sonnenaufgang auch, ne? Die wandert einmal. Die wandert einmal rum, ja. Man kann, ey, ist man ja den das ganzen Tag Sonne hier. Krasseste Grundstück, was ich echt seit langem gesehen habe, wirklich. Ja, aber lange, wir haben auch lange danach gesucht. Aber du musst auch mal so sehen, in der Kölner Innenstadt ist halt die Luft deutlich schlechter, ne? In der Kölner Innenstadt, ja, ist die Luft besser. Schlechter. Viel, viel besser. So ein Meer, das Meer stinkt ja auch nach Fisch. Das stimmt. Ekelhaft. Nee, ich muss sagen, wir haben lange nach dem Grundstück gesucht. Wir sind auch sehr, sehr stolz auf das Grundstück. Es ist natürlich alles hier noch sehr. Guck mal, wenn du hier guckst, man kann sich ja nicht so wirklich das vorstellen. Doch, ich tatsächlich schon ein Stück weit. Also wenn ich halt denke, dass das hier alles eine Ebene wird. Das hier unten wird so eine und das, Ebene. Und das wird halt mit so einer kleinen, wird halt so eine Treppe und so. Treppe halt mit Garten, mit, ja, Rasen und sowas drauf. So, das hier ist ja auch noch von euch, das hier, ne? Ja, das alles. Es ist krass, wie schon ein paar Bananen tatsächlich hier rüber gewuchert sind, obwohl ja, die eigentlich keine Plantage ist, wild, ne? Die wachsen einfach wild. Crazy, Alter. Guckt euch mal diese Nachbarschaft hier an einfach. Der wohnt mitten in so komischen Feldern. Junge, Junge, Junge. Extrem nice, Digga. Extrem nice, wirklich. Hey, guck mal, wer sauhässlich ist und wen ich auch gefunden habe hier. Na, du Sisi, bist du, ja, Sex mit mir haben jetzt? Nee, du bist ja sauhässlich. Mitleidssex? Ja, dann schon doch. Auf Ehre? Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ja, schön, dass du hier bist. Klar. Wie geht's dir? Oh, gut eigentlich, okay, doch. Okay, wie, ja, geht's dir? Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Sehr schön. Wir haben gerade gegessen. Nur, willst du eigentlich Geld für die Burritos haben? Ach so, ja, kannst du. Alles klar. New Day. Wir holen jetzt gerade zwei richtig hässliche Menschen ab. Ja, was? Steig doch ein! Ja, ist doch auf! Ist es dumm, ein Auto zu finden oder was? Ja. Vogelsohn, ey. Das ist Bibi, hallo. Wir fahren jetzt weg. Hinten ist so eine Klippe, die geht 200 Meter runter. Da fahre ich jetzt mit dem Auto runter mit euch. Boah, geil. Lit.
windig ist es hier gerade. Könnt ihr mich? Hallo? Hier ist das Meer, dann ist da ein sauhässiger Typ namens Noah. Und da oben sind einfach die geisteskranksten Berge der Welt. Das sind alles Bananenplantagen da oben. Da vorne hat diese Deckenkleten. Sehr schön. Wir haben nämlich hier vorne zeitgenössische Kunst, Leute. So, man kennt es ja schon. Aber die Rückseite ist viel spannender, Leute. Denn ein Mythos besagt, wenn man hier seinen Finger für 3 Tage reinsteckt, dann verdurstet man. Challenge. Und wie ist? Ich fühle mich schon ziemlich gut. Ja? Ja, du hast jetzt den Fluch der madrianischen Ärsche. Ich will ein Foto von dir machen. Geh mal ein bisschen weiter nach hinten. Noch ein Stückchen. Noch ein Stück weiter nach hinten. Ein kleines Stück weiter noch nach hinten. Nein, ach, das ist alles gut. Das ist nur, weil diffundiert, Boden, Angstschweiß. Noah, komm, ein kleines Stück nach hinten, Bro. Kleines Stück nach hinten nur. Ganz kleines Stück nach hinten nur. Genau, bleib einfach mal hier stehen. Okay, warte, jetzt pause mal. Pausen. Mal ein bisschen pausen. Bleibst du hier? Ein bisschen pausen, bitte. Ey, ich hab's, glaube ich, sogar in Zeitlupe drauf, Leute. Hier nochmal ganz kurz in 120 Frames. Bam! Hier ist es heute richtig wahnsinnig. Meine Füße sind komplett nass. Wir haben gerade die übertriebenste Welle der Gezeiten abbekommen. Ehrlich, Alter. Unglaublich, Mann. Okay, Bro, mach eine Monster Wave noch. Come on. Mit offenen Haaren sieht's bestimmt lit aus. Oh damn, oh damn. Stopp, stopp, stopp. Hey, hallo, hallo, aufhören. Ey, Kollege, Kollege, es reicht. Bleib da, okay? Wenn du meine Füße berührst, raste ich aus. Okay, Glück gehabt. Also, ist das nice. Geil, ja. Oh mein Gott, ist der süß. Hallo. Er läuft einfach mit uns. Ja, für stark. Komm, Bruder, komm, hier rechts. Peter, komm, Peter. Ja, moin, Alter, was geht? Oh Gott, Mann. Der Bro hier, er zeigt uns einfach wirklich gerade die Stadt. Na, Peter, ganz schön hier, Mensch. Peter, was machen wir jetzt? Hier kommen wir nicht weiter, Bruder. Warum hast du uns hier hingeführt? Nee, hier geht's nicht weiter, Bruder. Er gehört einfach zur Gang jetzt. Ich würde gerne wissen, was das für eine Rasse ist. Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Ich finde ihn so süß. Das ist so surreal, Leute. Ich sitze hier gerade einfach auf so einem Dach. Peter sitzt einfach neben mir. Und hier ist das Meer. Und der Hund ist so süß. Und wir machen gerade Fotos, Leute. Was geht? Ich habe die ganze Zeit die Kamera nur aus der Ego-Perspektive. Ich vlogge mich ganz ja gar nicht selber. Aber das hier ist einfach so ein schöner Ort, Leute. Und dieser kleine süße Hund hier, er begleitet uns einfach überall hin. Schaut ihn euch an, wie süß er hier am Essen ist. Ne kleine. Oh fuck, Mann, ich rast aus. Er hat uns gerade einfach hier hingebracht, dieser Hund. Und hier sind überall so Dosen mit Tackernadeln festgemacht. Richtig nice Messages und sowas. Ich bin einfach so geisteskrank beeindruckt gerade von dieser Insel. Okay, Leute, schaut mal hier. Guck mal hier. Lecker, Alter. Gönn ihm. Wir sind gerade einfach auf so einem Fruchtmarkt, Leute. Ich mache jetzt mal ein paar wunderschöne Zeitlupen-Beauty-Shots. Die haben hier alles an Maracuja. Bananen-Maracuja und sowas. Das schmeckt einfach nach Banane und Maracuja. Ja, jeder nimmt, glaube ich, eine am besten, oder? Also Leute, wir haben uns gerade Zuckerrohr gekauft. Einfach, sieht aus wie Bambus. Und man kaut es halt. Unglaublich nice. Einfach unglaublich nice. Das guckt danach wieder aus. Ist halt geistkrank süß und ist einfach natürlich. Also ich habe bis dato noch nie so eine heftige Auswahl an Früchten gesehen. Ich will hier wohnen. Das ist schon stark. Alter, das ist einfach zweistöckig. What the fuck? Hey. So nice. Tschüss. Hey Leute, wir machen jetzt Next Level Allmann-Shit. Wir fahren mit so einem seltsamen Touribus. Aber ich muss dazu sagen, wir haben die Möglichkeit, später um 5 Uhr eine Person einfach rauszuschmeißen. Rein dich, Bruder. Auf. Ja, Mann, hast du schon vorgesorgt, um am Berg zu leben? Ja, ich habe fürs normale Leben schon vorgesorgt. Ich habe mir so ein Survival-Pack gekauft und Kannst du deine eigene Kacke fressen? Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Okay. Boah, was? Boah, wie schön! Alter! Das ist ein botanischer Garten und das sieht einfach aus wie aus Herr der Ringe, Alter. Das ist so krank hier. Unglaublich schön. Alter, wow! Du aber nicht. Oh. Okay, das ist mit Abstand der schönste Ort, den ich seit langem gesehen habe. Sieht so schön hier aus. Guck mal, Leute, hier dieser kleine Wasserfall und dann hier geht dieser Fluss durch an dieser richtig schönen malerischen Brücke da hinten. Wir haben uns hier die ganzen geilen Maracujas gekauft. Ich weiß nicht, was das hier ist. Auch eine Kreuz, ich glaube, das ist Orange. Ultra nice einfach. So richtig krank süß. Oh, okay. Geil! Vorne hat es halt überall so Fischreusen und halt auch nackte Leute, die den Berg hochlaufen. Extrem nice. Und hier auf der Seite, Leute, ist einfach die
fetteste Kulisse, die ich jemals an Klippen sehen durfte. Ich meine, ich war jetzt schon in Schottland, in Irland, aber das ist halt was ganz anderes hier. Gut, wir natürlich wieder komplett RIP, Alter. Mit solchen Schuhen eine Wanderung zu machen. Absolut behämmert. Ich glaube, das war es dann fast schon von dem Vlog, weil ich werde noch einen zweiten machen, wo ich noch ein bisschen über ein anderes Thema hier rede. Nämlich über ein potenzielles Auswandern auf Madeira, was ich eigentlich gar nicht so uninteressant fände. Aber ich versuche jetzt einfach noch mal ein paar schöne Landschaftsshots für euch zu machen mit meiner Billo-Kamera und dann gucken wir mal, wie das zusammenfindet und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn wir das Essen tun. Ich küsse eure Augen, ey. Ich streame jetzt hier bei Antonia. Sie hat auch ein richtig süßes Mikrofon. Das ist einfach das letzte dümmste Ding, was ich jetzt gesehen habe. Aber die haben eine richtig coole Sache hier. Und Frauen, die haben Megafon. Oh, Alter. Man kann es noch lauter machen. Oh, fuck, Alter. Huch. Ja, moin, Alter. Die armen Nachbarn. Ja, wird stark. Mein erster Vlog ist jetzt Football. Tschüss.